Ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Einst war Präsident Alpha Condé Hoffnung für eine demokratische Zukunft in der Republik Guinea. Heute, am Ende seiner zweiten Amtszeit, werden Parlamentswahlen verschoben und eine Verfassungsänderung angestrebt. Und es wird davon ausgegangen, dass er eben ein drittes Mandat anstrebt, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Schlimmer aber noch, Demonstrationen werden niedergeschlagen. Demonstrationen, die aufkommen, weil eben diese Verfassungsänderung vorgeschlagen wurde von Menschen, die sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Wir wollen, dass demokratische Wahlen stattfinden, so wie unsere Verfassung in unserem Land es vorsieht. Aber die Regierung schlägt diese Demonstrationen nieder, verhaftet Oppositionelle. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das können wir nicht zulassen und das verurteilen wir an dieser Stelle aufs Schärfste. Wir erwarten von der Regierung, dass Menschen- und Bürgerrechte eingehalten werden. Vor allen Dingen aber, dass Oppositionelle sofort freigelassen werden, wenn sie aus politischen Gründen verhaftet wurden. Und wir erwarten, dass das Demonstrationsrecht gewahrt wird, damit Menschen ihre Meinung äußern können. Und das Beste wäre, wenn diese Menschen endlich in einer Parlamentswahl ihre Meinung äußern könnten. Denn demokratische Wahlen sind das, was das Volk der Republik Guinea jetzt verdient. Und das sollte auch dringend demnächst stattfinden. Ein weiteres Verschieben darf es nicht geben. Das Projekt einer Verfassungsänderung muss zurückgenommen werden. Alpha Condé kann keine dritte Amtszeit haben, sondern das Volk von Guinea muss jetzt das Wort haben. Danke.